Willkommen zurück, Leute, zu Final Fantasy 4 hier bei diesem merkwürdigen Berg, zu dem wir sollen. Gehen nochmal nach rechts. Und wir fangen direkt den Part an wieder mit einem weiteren Kampf gegen 4 Untote, die wir hoffentlich jetzt schnell platt machen. Ja, das klappte ja immer nicht so gut. Dann vielleicht nochmal die Lebenshymne. Feuer einmal bitte. Und du kannst angreifen. Und du auch. Oh, das wird ja doch etwas schneller gehen, als ich dachte. Aber wenigstens heilen die in der Zeit noch ein bisschen. Sonst lohnt sich das immer gar nicht. Und weg ist er. So. Na, wenn hier jetzt rechts nicht ist, dann okay, kann man auch rein. Das ist Berghops Gipfel. Na, ich glaube schon, dass wir hier hin sollen, oder? Kiste. Und direkt vor der Kiste gleich wieder ein Angriff mit irgendwelchen merkwürdigen Feuerviechern. Vielleicht hilft ja hier mehr Eis. Die sehen so nach Feuer aus. Machen die noch irgendwas? Sonst versteckst du dich mal einfach. Und ziel mal. Ach, und dann wollte ich ja mal ausprobieren. Ja, anfällig auf Eis. Okay, gut. Dann wollte ich ja mal wissen, ob das mit Bogen bei ihr eine bessere Idee ist. Das sollten wir dann auch vielleicht nochmal tun. Vielleicht macht sie damit einfach auch nochmal mehr Angriffsschaden. Ja, er versteckt sich jetzt einfach mal. Du greifst mal an. Du greifst mit Eis an. Super, da waren es nur noch 4. Selbstzerstörung, oh nein. Komm mal zurück. Mann, jetzt zerstören die sich alle. Voll blöd. Oh nein, sie ist tot. Scheiße. Scheiße. Benutzt mal eine unserer Dinger hier. Oh, zu spät. Okay, Edwards Stufe ist auch angestiegen. Ich hoffe, ich mache es euch nicht immer zu schnell. Heilige Pfeile aus der Schatzkiste erhalten. Dann rüste ich sie doch tatsächlich mal damit aus. Mit Bogen. Und erstmal nehme ich mal die Eisenpfeile. So, machen wir das mal erstmal so. Rumpfornat. Ja, okay. Dann beleben wir dich. Dann beleben wir dich auch gleich nochmal wieder. Mit einer Phönixfeder. Ist sie. So, die ist wieder da. Und dann kriegst du auch noch eine Portion. 2 Stück. Sehr schön. Da ist nix. Da ist auch nix. Huiuiui. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was ist hier erwartet? What's this? Clad like that? That's a monk of Fabul. What? Der schließt sich 100% auch unserer Gruppe an, das sehe ich schon kommen. Ah, und jetzt dürfen wir mit Young kämpfen. So heißt der Typ hier. Er sieht ja auch aus. Kraftschub. Angriff. Wir machen mal einen normalen Angriff. 195, nicht schlecht, Yang. Wo ist dein Bruder, Ying? Kämpft der auch mit? Kraftschub. Das ist wie beim Dunkelritter. Die Schwarzmagie hier. Da macht er noch ein bisschen mehr Power nach so einer Runde. Aber hat er das jetzt noch aktiviert oder ist es schon weg? Der kommt auf jeden Fall ganz gut auch alleine zurecht. Er macht ordentlich Schaden. Nicht schlecht.
Das ist kein gewöhnliches Monster. Wir müssen ihm helfen. Yeah. Mutterbomber. Den kriegen wir ja wohl hin mit so vielen Leuten. So, dann machen wir ein bisschen Eis. Du machst deinen Kraftschub. Du machst hier deine Lebenshünde. Dann geht's auch allen gut. Du machst Schwarzkunst. Und du zielst. Alle gut ausgerüstet. 43 macht sie. Immerhin. Na, wenn das mal nicht cool ist, dass die jetzt auch noch alle sich heilen gleichzeitig. So, du greifst an. Möchte ich auf alleine geben? Nein, möchte ich nicht. Ich mach mal ein Stummlied. Vielleicht hilft das ja. Und du betest mal. Parallel immer, also angreifen und parallel immer heilen ist immer eigentlich das Beste. Damit kommt man ja meistens ganz gut zurecht. Na? Keine Wirkung. Einmal heilen, bitte. Oh Gott, das Ding explodiert. Kann das sein? Oh nein. Cecil, mach ihn mal platt. Und du auch. Immer drauf, alle. Anfällig. Na, haben wir ihn? Nein. Dann nochmal einmal Eis, bitte. Und angreifen. Was sollen wir sonst machen? Oh nein, er explodiert schon. Scheiße. Scheiße! Oh mein Gott! Was zur Hölle? Was geht hier ab mit denen? Wie sollen wir das denn schaffen? Alter! Okay. Das wird er nicht überleben. Alter, da muss man ja richtig aufpassen bei dem Ding. Nee, das werden wir nicht schaffen. Kannst du weglaufen? Nicht möglich. Boah, dann werde ich jetzt noch einen platt machen und das war's. Aber drei sind immer noch da. Selbstzerstörung. Boah, das war's. Oh Gott. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der Mutterbomber ist ja richtig heftig. Das ist ja krassomat. Ja. Wenn das so ist, dann sollte ich vielleicht, nein, ja, ist schon genau. Rosa doch nochmal. Damit zwar aus, aber mit den heiligen Fallen ausrüsten. Ich glaube, die sind stärker. Könnte ich mir vorstellen. Und, ja, die nochmal wiederbeleben. Eigentlich alles so wie gerade eben nochmal machen. Aber jetzt bin ich ein bisschen geschockt über den Mutterbomber. Der ist ganz schön krass. Ich werde jetzt auch nochmal hier Vita benutzen. Und Cecil auch nochmal, weil, ja, und dann kann sie auch nochmal Vita benutzen. Eigentlich sogar Vitra. Obwohl, nee, wir sparen ein bisschen MP. Geht nicht. Du kannst aber, denen geht es allen eigentlich wieder gut. Und er hier noch. So, jetzt sind alle wieder bei bester Gesundheit. Besser geht's nicht. Willi, du bleibst hier. Probieren wir das nochmal. Was anderes fällt mir da auch nicht ein. Können wir das irgendwie überspringen? Können wir oder können wir nicht? What's this? Clad like that? That's a monk of Fabul. Muss man den ganz, ganz schnell besiegen?
Ich meine, die kriegt er ja locker hin. Jetzt müssen wir aber da den Kampf ja auch nochmal machen, leider. Mach jetzt mal keinen Cut. Und mach's mal eben schnell hier mit den Jungs. Ja, komm. Der kriegt die ja auch so hin. Da muss ich ja keinen Kraftschub machen. Ging sogar daneben. Sehr schön. So, der nächste. Und der nächste. Und dann ist der Mutterbomber ja auch gleich schon da. Also ich wüsste auch nicht, wie man da noch mehr besser angreifen könnte. Noch mehr mit den Heiligpfeilen am besten. Mal zwischendurch heilen ist halt auch gut. Also Lydia und Rosa. Bla bla, komm, die helfen jetzt. Ja. Oh, oh. Ich will nicht. Ist nicht ohne. Oh, wir kloppen mal den Dreck. Wir kloppen mal den Dreck direkt drauf hier. So. Direkt die Lebenshymne. Direkt Eis machen. Direkt Schwarzkunst und macht er mehr Power. Und du auch nochmal einen Kraftschub. Und Angriff. Aber der zieht, die ziehen ja 500 oder was war das ab? Keine Ahnung, also das... Ja. Keine Ahnung, wie man das hinkriegen soll. Heilt euch einfach mal nebenbei hier. Greift bitte an. 606, nee, das war eigentlich sehr, sehr gut. Angreifen, angreifen, angreifen. Wie viel Schaden sollen die schaffen eigentlich, damit man es... Ich weiß es nicht. Da ist er auch schon. Da ist er auch schon. Mach mal Stopp auf ihn. Sammelt seine Energien. Ich habe Angst. Wir müssen unsere Verteidigung verstärken. Vielleicht muss ich auch noch mehr leveln mit den Leuten hier. Drei... An dem muss ich es jetzt in den nächsten drei Runden ja schaffen. Oh Gott. Du greifst an. Du machst einen Kraftschub am besten. Und du zielst mal. Ob ein Stopp funktioniert, ich weiß es nicht. Keine Wirkung, war klar. Ja, okay. Und wenn er jetzt explodiert, dann... Dann Pech. Nein! Oh Gott. Furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Ja. Da weiß ich gar nicht, was man kann. Treten. Alle. Geht das? Schafft er das? Die alle zu treten? Kannst du auch mal machen, oder? Okay, da geht einer weg, aber nicht alle. Ist nicht so super effektiv. Die sind so... aggro. Ja, das war's schon wieder. Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, als hier an der Stelle kurz einen Cut zu machen und zu leveln. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder in Runde 3 mit dem Vieh. Und mal gucken, ob alle dann so ein bisschen besser sind. Das wird jetzt eine kleine Weile dauern, aber kann man ja mal machen. Hier einfach so ein Mutterbomber, der mega starkes reinsetzen. Also bis gleich. So, weiter geht es hier mit Final Fantasy 4. Ich habe zuletzt gelevelt gehabt und es ist jetzt... Ich spiele gerade nicht im Anschluss, ich spiele gerade mit einer kleinen LP-Pause. Und ja, wir sind jetzt hier an einem Ort, wo wir noch nicht waren. Das ist, bevor ich euch zeige, wie es mit dem Mutterbomber weitergeht, denn das ist ja das, was wir jetzt eigentlich vorhaben, muss ich mich leider nochmal hier eben kurz durchkämpfen. Du versteckst dich mal kurz, dich brauchen wir gerade mal nicht. Mach die Nummer platt und dann zähle ich es euch, oder ich erzähle es euch gleich. Man konnte unten am Hang, wenn man den Berg hochgeht,
Da ging es auch noch nach links. Das seht ihr aber gleich, wenn wir wieder zurückgehen. Ich glaube, ich mache das jetzt gleich, sonst kämpfen wir hier zu viel rum. Und zwar ist da noch was, was wir nicht eingesammelt haben. Deswegen mache ich das mit euch. Ja, du darfst zurückkehren. Und du darfst angreifen. Oder genau, wir sind jetzt einfach durch hier. Wunderbar. Da gibt es so schöne viele Sachen einzusammeln, dass ich euch das nicht vorenthalten will. Ich gehe jetzt hier runter. Links ist der Speicherpunkt. Hier geht es noch weiter runter. Also auf der linken Seite vom Berg. Und hier sind ganz viele Kisten. Und die machen wir jetzt mal auf. Zelt habe ich bekommen. Und eine Portion. Und wenn da noch eine Kiste ist, dann nehmen wir die auch noch mit. Ich habe sehr, sehr viel gelevelt, wie ihr seht. Naja, was heißt viel gelevelt? Aber ich habe versucht, das Beste aus der Zeit jetzt zu machen. So viel Zeit, die ich eben hatte. Greifen wir einfach an. Auch wenn er nicht so stark ist. Oh, mal sogar 50 mit seiner tollen Harfe. Gelevelt. Zumindest ist versucht. Hier auf dem Berg rumzuhängen. Cecils Stufe ist schon wieder angestiegen. Wir sind jetzt hier bei Stufe 24 hat Cecil jetzt. Rosa 19, Rydia 23 und Edward 19. Unsere HP, LPs sind jetzt auch wieder besser. Das kannst du auch noch mal ein bisschen länger zeigen, falls es jetzt zu kurz war. Da sieht man, dass Cecil eigentlich sehr gut dabei ist. Aber auch die anderen haben etwas aufgeholt. Nicht ultimativ viel, aber vielleicht so, dass es reicht. Und hier ist noch eine Kiste. Goldnadel. Und noch eine Kiste. Die wollte ich mit euch zusammen öffnen. Das ist ja sonst blöd, wenn ich alles immer alleine mache. Es gibt aber auch etwas, was ich alleine gemacht habe. Erzähle ich euch aber auch noch. Wir versuchen es auf jeden Fall gleich erstmal mit dem Motorbomber. Wenn wir die Kisten geöffnet haben, mache ich einen Cut und laufe dahin, damit ihr nicht alles nochmal hier sehen müsst. Vor allem die Videosequenz mit dem Motorbomber ist nicht nötig, aber ich wusste nicht, was in den Kisten ist und falls da was Nützliches drin sein sollte, was uns hilft, dann dann haben wir das und dann muss ich es nicht nochmal erzählen. Ist jetzt für euch so eine kleine Abwechslung hier mit den Kämpfen zwischendurch. Nicht der Mutterbomber, wie es eigentlich gedacht war. Kriegen wir auch schnell Platz, so ist nicht. Der ist wieder weg. Es sind nur noch 3, 2. Okay, den wird er nicht alleine schaffen, ist aber nicht schlimm. Was ist mit Cecil? Schläft er jetzt? Wenn man immer dieses nicht sieht, aber das ist ja wohl nicht so. Du könntest auch immer noch singen, bitte singe. So, der ist wieder wach, das finde ich gut. Ja, die Lebenshymne bringt nichts. Ich hätte mal eher mit ihr beten sollen. Das bringt dann mehr. Wenn wir nicht mehr lange kämpfen, dann können wir auch nicht mehr vom Singsang hier von ihm viel haben. Das war es auch schon. Überhaupt nichts gebracht, mit ihm das zu machen. Würde auch sagen, dass Edward bisher so unser schwächstes Glied ist. So, und jetzt haben wir hier die letzte Kiste und das waren 960 Gil. Ich werde jetzt nochmal hier gleich speichern und zum Mutterbomber laufen und dann versuche ich es nochmal. Und ja, ich habe auch den Tipp von jemandem bekommen, das mit Protis nochmal zu versuchen. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Einfach mal einen Schutzzauber zu verwenden, das werden wir jetzt auch gleich mal tun. Vielleicht schützt das ja den einen oder anderen, wenn der Mutterbomber explodiert, das zu überleben. Also bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder beim Mutterbomber. Unsere Leute laufen hin. Wir versuchen es nochmal. Mehr als versuchen kann ich nicht. Wir sind in der besten Gesundheit, aber ja. So, jetzt werde ich mal hier gucken, was können wir denn mal machen? Das können wir, glaube ich, nicht machen. Dann werde ich den mal direkt anzaubern. Du hast Schwarzkunst, bitte. Kannst du vielleicht hier, genau, einmal Protis, bitte. Und du singst mal bitte, damit wir uns immer schön heilen währenddessen. Sehr, sehr wichtig. So, wir haben unser Protis aktiviert. Wenn ich es schaffe, mache ich es mit Rosa jetzt bei allen. So, wir heilen jetzt auch nebenbei. Greif mal ruhig an nebenbei. Du auch.
kannst mal einen Kraftschub kriegen. Und du machst nochmal bitte Protes. Auf dich selber. Ich weiß nicht, wie lange dieses Protes anhält, aber... So. Da haben wir ihn schon. 596 ist nicht wenig. Sammelt seine Energien. Bitte nochmal Protes, wenn es geht. Rydia. Wir machen gar nicht mal so wenig Schaden, aber... Schön immer drauf, kloppen. 2-1. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Wir heilen auch währenddessen weiter gerade. Und Protes. Natürlich nicht auf uns, sondern auf den Yang bitte einmal. Und angreifen. Er explodiert gleich. Und er explodiert. Oh, wir haben es ganz knapp sogar überlebt. Wahnsinn. Das könnte sogar was werden. Das könnte was werden. Auch wenn Edward tot ist. Vielleicht schaffen wir es. So, dem geht's wieder gut. Das ist gut. Hau drauf. Du haust bitte auch drauf. Und du betest einmal für alle. Beleb ihn mal wieder. Dann kriegt er nämlich auch Erfahrungspunkte, falls wir es überleben. Aber das könnte tatsächlich was werden. Jawohl. Na komm, nun beleb ihn wieder. Ich will das jetzt gar nicht machen. So, jetzt können wir angreifen. Dann leben alle. Was danach ist, ist egal. Jawohl, wir haben es geschafft. Wahnsinn. Edwards Stufe ist angestiegen. Wir haben ein Froschlied bekommen. Und wir haben die Errungenschaft bekommen, dass wir es geschafft haben gegen den Mutterbomber. Ich danke euch für die Rettung. Ich bin Yang, Mönchgroßmeister aus Fabul. Yang, Mönchgroßmeister. Wuhu. Wir kamen her, um uns asketischen Übungen zu widmen. Doch fanden wir nur den Tod. Eine Horde von Monstern überfiel uns und nur ich habe überlebt. Meine Gefährten waren gut ausgebildet und stark, doch auch sie vermochten nichts auszurichten. Wir sind auf dem Weg nach Fabul. Ein Mann namens Golbis hat die Kontrolle in Baronen übernommen und reißt die Kristalle an sich. Wollt ihr damit sagen, er hat es auch auf unseren Windkristall abgesehen? Ja, und er wird bald kommen. Der Feuerkristall von Damzian befindet sich bereits in seinem Besitz. Fabul ist als nächstes dran. Und gerade erst wurde unsere Mönchsgarde ausgelöscht. Was für eine Katastrophe! Die Mönche, die Fabul noch bleiben, haben mit ihrer Ausbildung erst begonnen. Wenn Baron jetzt zuschlägt, haben wir keine Chance. Die Monster, die euch angegriffen haben, hat wahrscheinlich auch Golbis geschickt, um uns auszulöschen und so Fabuls Verteidigung zu zerschlagen. Wenn dem so ist, dann marschiert er bestimmt schon auf Fabul zu. Wir müssen uns beeilen, wir helfen euch so gut wir können. Ich danke euch für das Angebot, aber ich kann unmöglich noch mehr von euch verlangen. Dies ist genauso unser Kampf, wie es der eure ist. Ich bin der Prinz von Damzian. Rosa und ich stammen aus Baron. Und dieses Mädchen hat alles verloren, weil ich mich vom Feind benutzen ließ. Ihr habt also alle eure Gründe. Dann bitte ich euch um euren Beistand. Und wir euch um euren. Auf nach Fabul. Fabul liegt im Osten, hinter dem Berg. Gehen wir. Der Mönch Yang hat sich angeschlossen, der ziemlich stark zu sein scheint. Was sicherlich nicht zum Nachteil ist für unsere Gruppe. Und das war's mit diesem Part. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben den Mutterbomber geschafft. Und wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Bis dann!